Hey ho, ich wollte heute einfach mal wieder der Erste sein im Video. Ich muss jetzt in die Arbeit, aber die anderen werden mit Sicherheit wieder schöne Aufnahmen heute machen. Leute, wir sehen uns nachher dann. Guten Morgen, heute ist der 29.08. kurz vor 7. Wir sitzen schon beim Kaffee, Frühstück und dann müssen wir was tun. Also liebe Leute, lieber Grillchunky. Es hat jetzt gerade geregnet, da haben wir ein bisschen Pause gemacht. Ich war gerade beim Schleifen innen, musste aber dann raus, um wieder ein bisschen abzukühlen. Also wir schleifen momentan die Bänke ab für die zweite Lasur dann. Ja, da werde ich jetzt anschließend gleich weitermachen. Ja, und wenn jetzt dann sicher ist, dass nicht wieder ein Regenschauer kommt, dann machen wir die Blumenkästen außen noch. Die wollten wir noch ein zweites oder drittes Mal innen streichen, weil die Farbe da nicht so hundertprozentig angegangen ist. Das machen wir jetzt dann auch, wenn also der Himmel, naja, ist schon sehr bewölkt, aber ich glaube, wir sind jetzt vielleicht eine Zeit lang verschont von Regen. Ja, hier der andere Blumenkasten. Und hier sind gerade Zwiebelschalen entsorgt worden. Und hier steht auch noch die Tür, die haben wir ausgehängt momentan, weil wir den Türrahmen auch noch streichen wollen, weil da waren auch schon wieder schwarze Flecken dran, wo man sieht es ja hier, das schleifen wir noch ab ein bisschen und wird dann auch noch mal lackiert, also mit Klarlack, Lasur, mit Klarlasur, genau, ist ja kein Lack. Naja, also geht es wieder beständig weiter. Wenn wir nicht wieder von einem Regenschauer überrascht werden, das ist natürlich hinderlich, aber sieht gut aus momentan. So, das ist nicht mal Grillkota, sondern das ist Zwiebelschneiden für Bourbonhähnchen. Habt ihr es gehört? Bourbonhähnchen. So, hier wird gerade wieder fleißig gearbeitet. Der Türrahmen gepinselt. Und was machst du, Richard? Ich mache einen guten Eindruck. Ist auch gut. Ja. Irgendwas mit Leisten. Sind das die Bodenleisten? Nee, das sind die an der Rand, an der Seite. Ach, hoch. Die Verkleidung, aber die Verbindungen. Aber die kommen später, ja, okay. Weil da werden hinter noch Kabel verzogen. Ja, und hier werden schon Teile des Mittagessen oder Abendessen vorbereitet. Sollen also drei Zwiebelrosen werden. Ja, da schleift der Richard nochmal. Hier haben wir also noch irgendwelche Stellen gefunden, die schwarz sind. Und hier wird die Tür nochmal nachbehandelt. Also mit der gelben Farbe. Also der äußere Rahmen von der Tür. Ja, sieht toll aus. Ja, man findet immer wieder Stellen. So, jetzt bringe ich die Zwiebeln rein und dann hole ich mir eine Schüssel, damit ich noch Hähnchen schneiden kann. Ja, diese Arbeiten müssen auch nebenbei gemacht werden immer. Aber es geht voran, immer Stück für Stück. Eine Stunde später, ja, dann freut man sich, wenn alles erledigt ist. So, jetzt ist es knapp 3 Uhr, also 15 Uhr. Wieder Zeit für Kaffee. Und den machen wir selbstverständlich wieder mit dem Percolator. So Freunde, da bin ich wieder. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Frischen Percolator-Kaffee. Ist ja gut. Jo, ja, was machen wir heute? Was wird bis jetzt gemacht? Ein paar Streicharbeiten. Und Richard hat, glaube ich, die Bretter, was noch an die Wand hinkommen, schon die Kanten noch geschliffen. Die waren etwas rau. Die werde ich heute noch hinspaxen. Aber als nächstes werde ich mich jetzt dann erstmal um die Beleuchtung kümmern, um die Lichtschläuche, die Lichtschalter, das Kabel dafür legen. Und Sascha sei Dank, den hier schauen wir uns dann auch an, den Kohlenmonoxidmelder, und werden den eventuell auch noch irgendwo unterbringen. Ja, und dann? Im Hintergrund liegt schon die Grillanlage ausgepackt. Die gucken wir dann auch noch, dass wir heute noch aufbauen. Ja. Aber jetzt noch ein paar Minütchen regenerieren und dann geht's weiter.
Also hier laufen momentan die Vorbereitungen fürs Bourbonhähnchen. Das macht also die Rita momentan. Ich tue mal da in den Dutch Oven reinfilmen. Ja, das sieht doch toll aus auf dem Raketenofen. Hier ein paar Zutaten. Den FT9 braucht man nachher noch für 6 Liter Öl, glaube ich, waren es. Zwiebelrosen. Da brauchen wir dann Zwiebelrosen. Und jetzt schauen wir mal zu dem, zu den arbeitenden Menschen. Also, da wird gestrichen. Kommt der alte Schwere mit der Cam schon wieder? Ja, ich tue euch jetzt filmen, ob ihr wollt oder nicht. Sagt euch gleich das Licht. Hast du keine anderen Hobbys? Unglaublich. Ich sehe aber jetzt bloß nichts. Ja, aber ich glaube, du bist drauf. Ja, komm halt rein. Ja. Nicht drauf drehen. Kommen Sie rein, sind Sie drin, können Sie rausgucken. Ja. Ich hab's geschafft. Ja, jetzt. Hauen wir da ja keine Delle rein. Einen Striemen über die Nase. Ja. Wow. Da wird jetzt der Schlauch, der Lichtschlauch montiert. Hinten kaltweiß, vorne warmweiß. So, hier haben wir eine abenteuerliche Konstruktion. Weil uns der Raketenofen zu wenig Power gehabt hat, haben wir jetzt einen Lüfter hingestellt. Also mit Powerbank. Und ja, jetzt geht die Luzi ab. Müssen wir nur aufpassen, dass nicht der Lüfter schmilzt, weil da strahlt es ganz schön raus zu diesem Loch da unten. Aber da nimmt sie an, auf jeden Fall. Also Leute, kauft euch USB-Lüfter. Actionmark für 1,95 oder irgendwie so. Wie geil ist das denn? Ach nee, kaum ist Licht da, kommen sie wieder. Ich könnte hier in der Krelkota tot umfallen und keiner wird's merken. Das stimmt gar nicht. Ich habe ab und zu nach dir geschaut. Ich habe nichts mitgekriegt. Wenn's Licht an ist, kommen sie alle. So geil schaut das aus, hey. Das hätt's nicht. So, komm, erzähl. Erzähl was. Ich schau jetzt, dass das Mehl da überall hinkommt und dann schmeiße ich das da rein. In was? In das heiße Öl. Und was ist das? Ei mit Milch. Wann kommt's da nicht? Da war's schon drin. Ach, da war's schon drin? Erst Mehl, dann da rein, Ei, Milch und dann nochmal Milch. Und im Mehl habe ich Paprika, Salz, ein bisschen Cheyennepulver und was habe ich noch drin? Ah, Bacon Goodness habe ich noch rein. Das wollte ich mal ausprobieren. Ah, okay. Genau. Und Knoblauchpulver. Und das muss man jetzt schauen, ob das funktioniert. Hier, du? Ich mach dich. So, und einfach reingleiten lassen. So, und ab geht's ins Ölbad. Ui! Genau, der Strunk muss nach oben schwimmen. Und das kann man dann umdrehen. Der Strunk? Ja, so passt es jetzt erstmal. Also gut. So, in so kleinen Maßstab machen. Rutzelt die jetzt da ganz alleine? Ja, oder erst mal. Ja, die muss man dann umdrehen nach 4 Minuten oder so. Nach 4 Minuten. Oder kann man da die andere auch nicht mitnehmen? Ja, die fangen jetzt gleich direkt an. Also gut. Und jetzt kommt es nochmal ins Mehl. Wir haben noch nicht ganz. Die war da angebrochen. Da hat mir der Jürgen gestern 4 Pakete gebracht. Und das ist toll. Hat der wieder was gebracht? Ja, gestern wurde die. Jetzt hat die Tür eingebaut. Was machst du da? Das Neuschrauben, was ihr rausgeschraubt habt. Okay. Okay.
es da probieren, hast du gesehen? Ja. Schwimmen aber gut. Sieht gut aus, ne? Ja. Was machst du da? Morgenhähnchen. Oh, das riecht gut. Was gibt's hier? Pommes! Pommes! Kartoffelstäbchen. Oh! Das ist eine schöne Farbe einfach. Und sobald sie die schöne Farbe haben, die typisch Goldfarbe, dann kommt es raus. Aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Ja, ja, die kommen auch. So 8 Minuten, 4 pro Seite oder so. Oder lecker! Da sind ja erst 5 Minuten drin. Ich kann ja mal inzwischen stehen. Was ist denn hier? Ich denke mal, die Blöcke sind hier. Naja, die brauchen. Da braucht noch eine schönere. Tja, LED-Beleuchtung funktioniert. Wunderbar. Für Videoaufnahmen wird es eventuell noch zu dunkel sein hier herin. Aber ich habe da noch einen Plan mit anderen Lampen. Ja, deswegen ist auch hier nur ein Lichtschalter in Funktion und der andere ist noch leer. Ja, es hätte hier mit Sicherheit eine andere Lösung gegeben. Aber ich habe es jetzt ganz einfach so gemacht. Ich habe, ja. Ja gut, vielleicht hätten wir das schwarze Kabel da komplett runterziehen können. Aber da wären dann wieder die Kastel da gewesen. Ja, ob das gegangen wäre? Ja, bestimmt. Es wäre mit Sicherheit gegangen. Vielleicht mache ich irgendwann da noch eine Änderung, wenn es mir zu sehr auf den Sack geht. Aber ich denke mal in die Ecke hier, ja, kommt Rudi Hirsch oder irgendwie sowas. Und dann ist das alles versteckt und keiner sieht es mehr. Naja, gut. Ein paar Dekoartikel auf alle Fälle davor und dann sieht man es auch nicht mehr. Was soll ich sagen? Licht ist drin. Das Ding hängt auch, die Esse. Die hat man ja gestern im Video nicht mehr gesehen, weil es zu dunkel war. Und ich frage nachher mal den Richard, ob er sich imstande fühlt, den Grill alleine aufzubauen, während ich in der Arbeit bin. Urlaub hat leider nicht geklappt, weil sonst hätte ich dem morgigen Freitag noch Urlaub genommen. Naja, dann war das heute wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video. Egal, schauen wir noch kurz, was es zum Essen gibt. Und dann machen wir mit dem Video Feierabend. Und für mich wird es eh wieder verdammt spät und wenn ich heute wieder bloß 4 Stunden Schlaf habe, kriege ich Dreh durch, Leute. Egal, ich schaue jetzt nicht über, wo es Essen gibt. So, Leute, Würmhähnchen, leckere Pommes. Danke an den Pommesspender. Derjenige weiß, was ich meine. Und eine Zwiebelrose. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und danach, ja, geht es endlich rein und wird das Video bearbeitet. Leute, wir sehen uns dann morgen. Ciao. Tja, Grillkota bei Nacht und da ist schon das Gerüst. Das wird dann morgen da drüben entlang aufgestellt für das Dach da oben. Tja, bloß wann das gemacht wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Anfang September hat es geheißen, wenn halt die Dachdecker Zeit haben. Okay, Leute, aber jetzt hasta la vista.